Willkommen zu der Zeit der Ruhe und des Friedens vor dem Schlafengehen. Jeden Tag bekommen wir verschiedene Möglichkeiten und Erinnerungen. So haben wir das Glück, Gottes Freude und Liebe immer wieder neu zu erfahren, sowie auch einige Herausforderungen zu meistern, die uns dabei helfen, zu wachsen und Jesus Christus ähnlicher zu werden. Finde nun einen bequemen Ort, an dem du dich hinlegst und entspannen kannst. Nimm dir etwas Zeit, über diesen Tag nachzudenken, nachzusinnen. Drücke deine Dankbarkeit für die Segnungen des Tages aus. Bitte um Führung vom Heiligen Geist für alle zukünftigen Herausforderungen. Übergib deine Sorgen Gott und ruhe in der bedingungslosen, niemals versagenden Liebe unseres himmlischen Vaters. Nimm einige langsame, tiefe Atemzüge. Während du beginnst, dich zu entspannen, erinnere dich an alles, was dir auf dem Herzen liegt. Gib nun all diese Dinge, die dich beschäftigen, an Gott ab. Manchmal hilft es, sich vorzustellen, sie physisch zu übergeben. Gottes Wort sagt, dass wir seine volle Aufmerksamkeit haben. Du darfst dir dessen ganz bewusst werden. Jede Anforderung des Alltags verlässt jetzt langsam deinen Körper. Beginnend mit deinem Kopf und dem Nacken.
erlaube es, dass alle Probleme aus dir herausfließen. Atme Gottes Liebe und Frieden in alle angespannten Bereiche ein und spüre, wie die Anspannung beim Ausatmen nachlässt. Nimm deinen Fokus nun auf die Schultern und den oberen Rücken. Erlaube jedem Stress des Tages, deine Muskeln zu verlassen. Als nächstes atme in deine Arme und spüre, wie sie schwer werden und hinuntersinken. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauch. Und lass alle Ängste und Sorgen los. Tue dasselbe mit dem Gesäß und den Oberschenkeln, schließlich mit deinen Unterschenkeln und den Füßen. Spüre, wie sich dein ganzer Körper entspannt, während du dieses Gefühl des Friedens genießen kannst. Du ruhst in Gottes bedingungsloser Liebe. Erinnere dich an die Momente des heutigen Tages, die für dich ein Segen waren, und nimm dir Zeit, über diese nachzusinnen. Danke Gott für all diese Momente. Erinnere dich auch an solche Momente, in denen du auf die Führung Gottes reagiert und richtig gehandelt hast, und lobe Gott für die Gabe seines Geistes und für all die Möglichkeiten, die er dir gibt, um mehr wie er zu werden.
Jetzt erinnere dich an Momente, in denen du nicht stolz auf deine Entscheidungen bist. Bekenne sie und lasse zu, dass Gottes Vergebung dich umarmt. Nimm dir nun noch einen Moment Zeit, um über jede Situation nachzusinnen, in der du dir den Rat oder die Führung von Gott wünschst. Jetzt konzentriere dich darauf, beim Einschlafen Gottes Geist zu erlauben, dich zu heilen, damit du ihm am kommenden Tag mit neuer Kraft dienen kannst. Bevor wir nun diese Meditation abschließen, erinnere dich noch an die Tiefe der Liebe Gottes, also an ganz bestimmte Momente, wie zum Beispiel an gute Gespräche, ein Treffen mit deinen Lieben, Momente der kleinen und größeren Freuden im Alltag. Das sind die Momente, wo du Gottes Liebe ein Stück weit erfahren durftest. Multipliziere diese Liebe um den Faktor 1000. Und dennoch kommst du nicht im Entferntesten an das Ausmaß der Liebe Gottes zu dir als seinem Kind. Nichts, absolut gar nichts, kann dich jemals von seiner allmächtigen, ewigen Liebe trennen.